mal auf meinem Kanal. Heute geht das Video über die Hühner. Also derzeit habe ich, neun Hühner und ein Hahn. Das sind einmal halt die Stamos, das eine Ayam Kemani Huhn, was ich noch hab, und ein ein indischen Zwergkämpfer. Ja, die sieht man jetzt nicht so gut wegen dem Zaun. Ja, also ich hatte ja die ganze Zeit noch ein Grünlegerhuhn. Das hat jetzt auch richtig schön angefangen zu legen. Aber man sieht hier vorne, was davon übergeblieben ist. Das hat mir vor 4 Tagen, da habe ich geholt. Richtig geil. Ich bin mittags hingekommen und was habe ich gesehen? Ja, ein Skelett vom Huhn, beziehungsweise ein halb aufgefressenes Huhn und Federn. Ich habe mich richtig aufgeregt. Das war so scheiße. Also so ein bisschen habe ich mir auch gedacht, ja, warum unbedingt dieses Huhn? Weil gerade dieses Huhn hat fast jeden Tag jetzt ein Ei gelegt. Und endlich hat es Eier gelegt. Aber, ja gut. Weil hier die Hühner, die legen momentan überhaupt keine Eier. Gut, das sind Rassehühner, aber, jo. Also, die legen halt momentan überhaupt keine Eier. Jetzt ist mir halt auch noch vor 1,5 Wochen ist mir leider der große Hahn gestorben. Jetzt habe ich nur noch den kleinen Hahn. Und bin jetzt momentan am Überlegen, ob ich die Schamos nicht einfach wieder verkaufen werde, weil die einfach so zum Eierlegen, gut, sind Rassehühner, aber die legen halt so oder so richtig schlecht Eier. Und ich will eher was haben, was alt ist und was trotzdem Eier legt. Also, dass ich halt quasi irgendwie beides verknüpfen kann. Ich will einmal eine bedrohte Tierart irgendwie vom Aussterben retten oder schützen. Und trotzdem aber dann Eier haben, und das ist jetzt bei denen nicht der Fall. Klar, die sind jetzt, sagen wir mal, recht teuer, aber die legen halt richtig wenige Eier. Die legen 150 Eier ungefähr zur Arterhaltung und das war's dann. Ja, und derzeit habe ich halt sowieso keinen Hahn. Der junge Hahn, ja, der wird sehr wahrscheinlich eben momentan noch nicht decken und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich die jetzt nicht wieder verkaufen werde. Dann mache ich das so, dass ich das Ayam Kemani Huhn behalte, auf jeden Fall. Weil das Huhn hier ist mir schon echt irgendwie ans Herz gewachsen. Und weil das relativ zahm ist. Also ich sag mal, der Hahn, der war wirklich damals der Knaller. War richtig zahm. Den habe ich mir auch geholt. Aber das werde ich definitiv behalten. Dann habe ich 12 Hühner, weil ich mir noch Lackefelder geholt habe. Tut mir leid, Lackefelder Vorwerk. Dann werde ich das so machen, das Ayam Kemani Huhn auf der einen Seite und werde mir dann irgendwie noch, keine Ahnung, nochmal 7 oder 10 Hybriden holen, einfach nochmal richtig zum Eier legen. Und dass ich dann halt auch irgendwo so ein bisschen die Futterkosten gedeckt bekomme von den Hühnern. Und dann halt habe ich dann halt noch die 3 Vorwerkhühner. Die sind vom Aussterben bedroht. Und das ist halt genauso die alte Nutztierrasse, die ich eigentlich auch so von den Hühnern her haben will. Und ich will halt ausprobieren, ob ich mit denen dann besser klarkomme. Weil die haben jetzt auch irgendwie Durchfall gehabt, so ein bisschen. Und jetzt habe ich die entwurmt und ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Also es scheint schon besser geworden zu sein, weil die jetzt auch viel kräftiger sind. Vorher waren die relativ schmal, weil die, ja, scheinbar waren die, hatten die Würmer, wie auch immer. Und jetzt sind sie halt entwurmt. Ja, dann will ich auf jeden Fall den Stall wechseln, dass ich mir nochmal einen Stall baue, wo 2 Abteile sind. Einmal für die Hybriden und das Ayam Kemani Huhn. Und das andere, den anderen Bereich, denke ich mal dann für die Vorwerkhühner, für den Stamm. Ein Hahn und 2 Hennen. Und der dann auch wirklich zu ist, weil ich halt immer das Problem momentan habe mit dem Habicht. Und da habe ich jetzt auf Dauer auch keine Lust mehr drauf. Ich habe jetzt einige Hühner verloren.
Weil der kommt immer, irgendwo kommt der rein. Das ist zwar oben drüber zu, aber die Löcher sind wahrscheinlich so groß, dass er irgendwie reinkommt und irgendwie auch wieder raus. Ich kann es mir nicht erklären. Bekannte haben zu mir gesagt, ja, das kann nicht sein, wie soll der da reinkommen oder gegebenenfalls auch wieder rauskommen. Aber irgendwie schafft er das und es kann auch kein anderes Tier sein. Weil ein Marder wird einfach nur das Tier aussaugen oder ein bisschen fressen und liegen lassen. Und ein Fuchs wird eigentlich das ganze Tier mitnehmen. So, und es war ein Tier, das war halb ausgeweidet bis auf die Innereien und jo, fertig und voll geruppt. Also ich gehe mal davon aus, das war der Habicht. Ich hatte halt öfters jetzt momentan Probleme mit dem. Ja, deswegen werde ich halt nochmal was bisschen kleineres für die überdachtes dann oder übernetztes richtig zu bauen, dass die halt so in der insofern geschützt sind. Aber ich werde sie dann trotzdem, wenn ich jetzt hier bin im Garten und die beaufsichtigen kann, werde ich sie trotzdem rauslassen, sodass sie hier Grünzeug picken können und alles. Also das werde ich weiterhin auf jeden Fall machen. Aber ich muss halt zusehen, dass mir jetzt nicht permanent Hühner geholt werden, weil es dann doch irgendwie richtig scheiße ist. Ja, dann werde ich euch mal gerade die Vorwerkhühner zeigen. Oder... Nee, das mache ich lieber in einem anderen Video. Ja, also zu füttern wisst ihr, was ich denen gebe. Ist Legekorn, dass sie halt Eier legen, was sie momentan nicht tun. Aber jo, ich fütter halt momentan Legekorn. Ja, dann würde ich sagen, das war das Video für heute. Und schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwie zu den Hühnern noch Fragen habt. Tut mir leid, dass die ganze Zeit kein Hühnervideo mehr gekommen ist. Aber ja, ich wollte erstmal so ein paar andere Sachen, die auch wichtig ist, jetzt vorher bringen. Und ja, dann ciao, bis zum nächsten Mal.